Hi, wie man gerade schon gehört hat, sind wir die Gruppe Darknet Infopage und wir bestehen aus den Leuten Julian, Philipp und mir, Florian. Ich habe erstmal eine Frage an euch. Wer weiß denn von euch, was das Darknet spezifisch ist? Ganz okay. Nämlich, wir haben uns gedacht, dass wir eine Webseite erstellen, wo man den Unterschied zwischen ClearNet, Darknet und Deep Web erklärt bekommt. Aber zu der Webseite kann euch jetzt Julian mehr erklären. Hier ist unsere Webseite. Wir haben PHP, JS und CSS benutzen, um die Webseite zu schreiben. Und benutzen MySQL als Database-System. Das ist erst der Prototyp unserer Webseite, aber wenn es mal fertig sein wird, werden User ihre eigenen Posts erstellen können. Um kurz zum Farbschema zu kommen, ich habe einige Leute nach deren Meinung gefragt, wie eine solche Webseite aussehen könnte. Mir hat das Lila gefallen, das mir vorgeschlagen wurde, und habe dieses Lila dann auch ausgewählt. Und Philipp hat dazu noch einen Quiz erstellt, wozu euch jetzt noch mehr erzählen wird. Ja, also ich habe ein Quiz gemacht für diese Website, weil auf dieser Website gibt es eben auch Informationen zum Darknet, zum Deep Web und zum Clear Web. Zu diesen Informationen gibt es eben das Quiz und da kannst du dich ein bisschen abfragen und schauen, kannst du das wirklich oder kannst du es nicht. Das war es dann eigentlich schon ziemlich. Wir hoffen, es hat euch gefallen und auf Wiedersehen. Applaus für euch von der Darknet Infopage. Holt euch den Applaus ab und kommt zu mir. Nehmt mit, was ihr mitgebracht habt, bitte. Jetzt könnt ihr euch direkt denken, was meine erste Frage ist. Ne? Wart ihr schon mal im Darknet? Ja. Wie war es da so? Scary. Scary? Aber lustig. Warum war es euch wichtig, da so ein Bildungsangebot, weil das ist es ja im Prinzip, zu bringen. Also warum ist es euch wichtig, Menschen, die so alt sind wie ihr oder vielleicht auch älter, Tante, Onkel, Oma, Opa, über das Darknet aufzuklären? Naja, viele flexen halt rum, wenn sie sagen, sie waren im Darknet, obwohl es eigentlich gar nicht so cool ist. Um da so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, wo eigentlich die Grenzen verlaufen und wie man sich verhalten sollte, finde ich eine richtig gute Sache. Applaus für euch. Vielen Dank.